Aufgrund der hohen Fixkosten und der Gebühren, die allesamt dem Veranstalter und Billetkäufer überwälzt werden, können sich ganz viele Veranstalter kein professionelles Ticketing leisten. Für mich ist der Ansatz, den sie wählen, extrem spannend, auch auf die kleineren Unternehmen zu gehen, auf die kleineren Veranstalter und dort wirklich wesentlichen Mehrwert zu schaffen und selber probieren, als Disruptor in diesem Bereich aufzutreten, habe ich das Gefühl, ist sehr vielversprechend, vor allem mit den Kompetenzen, die im Hintergrund sind. Ticketfrog stellt das Businessmodell von klassischen Online-Ticketing-Anbietern komplett auf den Kopf. Wir verlangen weder vom Veranstalter noch vom Ticketkäufer irgendwelche Gebühren. Wir übernehmen sogar Kreditkartengebühren. Finanzieren tun wir uns über zielgruppengenaue Gutscheine auf den Tickets. Es ist also eine Win-Win-Win-Situation. Der Veranstalter kann kostenlos von einem professionellen Ticketing profitieren. Unternehmen können zielgerichtet werben und der Ticketkäufer hat erst noch Gutscheine auf seinem Ticket. An diesem Projekt fasziniert die Genialität von dieser Idee. Es ist an sich so einfach, man fragt sich, warum sie nicht andere auch schon darauf kommen, aber sie sind jetzt halt die Ersten. Die Vorteile von Ticketfrog sind ganz einfach. Es ist ein alter Geschäftsprozess ins digitale Zeitalter transferiert, adaptiert von einem anderen Kundenkreis, einfach verständlich gemacht und dann gut vermarktet. Wir haben im Juni Ticketfrog AG gegründet und bereits 2 Monate später haben wir die erste Finanzierungsrunde sicherstellen. Das erlaubt uns jetzt, in den nächsten Monaten unser Team zu verdoppeln, von 7 auf 14 und auch im Marketing richtig Gas zu geben. Unser Ziel ist, möglichst schnell einen höheren Bekanntheitsgrad zu bekommen und in der Schweizer Eventlandschaft ein namhafter Player für das Ticketing zu werden. Wir entwickeln die Plattform laufend weiter und so wird Ticketfrog von Tag zu Tag noch besser.